Das Frühstück ist da. Hallo alle zusammen. Ich bin jetzt zurück in Deutschland. Und ich bin gerade in Berlin. Hier seht ihr Berlin, 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 Berlin. Und ich gehe jetzt gleich etwas frühstücken. Ich gehe etwas frühstücken. I will go have breakfast. Oder ich esse Frühstück oder ich frühstücke. You can say both. Ihr dachtet vielleicht, dass Deutsche nur Bier trinken und Bratwurst essen. Maybe you thought that Germans only drink beer and eat Bratwurst. But that is actually not true. Das stimmt nicht. Und das zeige ich euch jetzt. Wir gehen jetzt zusammen frühstücken. Los geht's. Ich bin da. Ich esse jetzt hier Frühstück. Und das heißt Mona Lisa. Das Café. Und wir gucken mal in die Speisekarte. Let's have a look in the menu. Die Speisekarte. Hier gibt es Monas Classic. Das sieht gut aus, oder? Salat, Obst, Gemüse. So Salad, Fruits, Vegetables. Zwei Spiegeleier, 2 fried eggs. 3 Käsesorten, so 3 types of cheese. 2 Wurstsorten, so 2 types of sausage. Butter, Marmelade, so Marmalade or Jam. Oliven, Honig, Honey, Quarkmischung. Quark is a special type of cheese in Germany. Quark. Mit Müsli. Cereal. Brotkorb. So a basket full of bread. Das Brot und der Korb. Der Korb ist the basket. Kaffee oder Tee. Und hier ist der Kellner. Wie heißt du? Ura. So. Und jetzt bestelle ich das Mona Lisa Classic. Also, ich nehme ein Mona Lisa Classic. Gerne. Gerne, so. Und dann noch einen O-Saft. O-Saft ist kurz für Orangensaft. O-Saft. Klein groß? Wie groß ist klein? Klein oder groß, hat er mich gefragt. Ah, das ist klein, das ist groß. Also, groß. Kaffee oder Schwarztee? Kaffee. Bitte einen Kaffee. Das ist normaler Filterkaffee, oder? Maschinenkaffee. Maschinenkaffee, ja, okay, super. Maschinenkaffee und ja, mit Milch und Zucker. Gerne. Mit Milch und Zucker. So, Zucker liegt auf dem Tisch. Zucker liegt auf dem Tisch. So, Sugar is on the table. Okay. Darf's noch was sein? Darf's noch was sein? This is like, is there anything else? Darf's noch was sein oder sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Danke. 12,90 Euro. 12,90 Euro. Gut, ich bezahle. Das Frühstück ist da. So, ich erkläre euch mal. Das sind Spiegeleier. Spiegeleier, so literally mirror eggs. Es gibt auch zum Beispiel hart gekochtes Ei, so a boiled egg. For boiled egg, we would say ein gekochtes Ei. And then you either have hart gekochtes Ei, so it's boiled hardly, so it gets hard, oder ein weich gekochtes Ei, so a softly boiled egg. Hier ist ein bisschen Salat. Hier, das ist eine Creme, ich weiß nicht genau was. Das ist Müsli. Müsli mit Quark. Seht ihr das Weiße da unten? Das Weiße ist der Quark. Das ist noch eine Creme. Hier haben wir Wurst, Salami. Wurst, Wurst, Wurst. Hier ist der Käse. Da sind die Früchte. Wir haben Orange, Kiwi, Melone, Apfel und so weiter. Und hier ist noch Gurke. Gurke und Feta-Käse. Und das hier ist Honig. Der Honig, die Marmelade und Oliven. Und da sind 2 Brötchen und Körnerbrot. Körnerbrot. So, das ist Brot mit Körnern. Hier seht ihr zum Beispiel Sonnenblumenkerne. Und das ist mein Kaffee und hier ist der Zucker für meinen Kaffee. Und da ist noch der
Orangensaft. Mmh, lecker. Der ist frisch gepresst. So, und jetzt geht's los. Guten Appetit. Ich hab euch alle lieb. Bin ich satt. I am full now. Jetzt bin ich satt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben. If you enjoyed this video, then please press the like button. And by the way, right now I am developing my 3+1 German Academy. And there you will get lots of real life dialogues. Alltagsdialoge. So dialogues of daily life. For example, how to ask someone in the airport questions, you know, then how to talk to the taxi driver, how to have a small talk, how to ask, can I pay with credit card or do I have to pay in cash and things like that. So you will learn a lot of real life German, which you can use when you come to Germany. And if you want to know more about it, check out my website and there you can subscribe to my newsletter to get all the updates. Dankeschön und tschüss.